Zurzeit ist das Leitungswasser buchstäblich in aller Munde. Immer wieder entfacht die Gerüchteküche, dass die Preise steigen würden, weil die Verunreinigung durch Nitrate spezielle Aufbereitung erfordern könnten. In vielen Landesteilen wurden bereits erhöhte Werte gemessen. Für die Region gibt es aber Entwarnung. So fand in Kirchheim dazu eine Wasserverkostung statt. Hinter den Kulissen wurde pro Testperson ein Tablett mit 5 Gläsern bereitgestellt. In den Gläsern, die von 1 bis 5 nummeriert waren, befanden sich verschiedene Testwasser. Wassersorten von 19 Cent bis hin zu 410 Euro pro Liter soll es auf der Welt geben. Nach einer kurzen Einführung durch den Studienleiter konnten die 5 verschiedenen Wassersorten getestet und auf einem Fragebogen bewertet werden. Ein Resultat aus der Verkostung: vielen Bürgern schmeckt das Wasser aus der Leitung besser als aus der Flasche.